Sehr geehrter Herr Präsident, ich werde morgen gegen den Jahresbericht über die Umsetzung der gemeinsamen Sicherheitsverteidigungspolitik und gegen den Europäischen Verteidigungsfonds stimmen, der in diesem Jahresbericht ausdrücklich willkommen geheißen wird. Warum? Ja, als deutscher Sozialdemokrat stehe ich hinter dem Grundsatz, dass eine europäische Armee für eine auf Frieden ausgerichtete Sicherheitsverteidigungspolitik unverzichtbar ist. Dafür bedarf es auch zwingend einer europäischen Rüstungsindustrie. Diese müsste aber wirklich nach dem Prinzip des Pooling and Sharings die notwendige Rüstungskapazitäten neu aufsetzen. Das würde aus sozialdemokratischer Sicht bedeuten, dass der Fonds sich auch das Ziel setzt, dass es durch wirkliche Zusammenarbeit zu wirklichen europaweiten Budgeteinsparungen kommt. Zudem, dass der Prozess der damit notwendigen einhergehenden Konversion von militärischer und ziviler Produktion auch industriepolitisch unterstützt wird. Darüber hinaus fehlt eine ausreichende parlamentarische Kontrolle über den Fonds, der in diesem Bericht leider so nicht eingefordert wird.